Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekse spielt Minecraft, dem Let's Play der Ahnungslosigkeit, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich meine Fensterläden gestalten soll. Und aus diesem Grunde, denke ich, mache ich jetzt mal was ganz anderes. Ich bringe mal die Schätze, die ich hier habe, in unser Lager. Okay, das war jetzt kein Schatz, aber ist egal. Das sind auf jeden Fall Sachen, die hier nicht zwingend hingehören. Das nehmen wir auch mit, das nehmen wir mit, komm, das packen wir einfach jetzt mal. Die können vielleicht hier bleiben. So, das Eisensteinbruchplatte. So ist das nehmen wir mit. Ne, das nehmen wir nicht mit, weil ist voll. Okay, und dann laufen wir mal rüber zum Lager. Da sind wir auch schon eine Zeit lang nicht mehr gewesen. Bringen die Sachen dahin, sortieren da mal ein bisschen. Und dann habe ich überlegt, ich könnte auch in der Lager einfach mal die ganzen Arten von Werkbänke, die es gibt, für mich selber mal nachbauen. Habt ihr gesehen? Basti wollte Schweine verstecken spielen, ist klar. Ist nichts Schweinisches, hört sich nur so an. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Ich bin so lange nicht hier gewesen, dass hier auch nichts gewachsen ist. Das ist nicht gut. Die Möhren, das Getreide. Da muss aber noch ein bisschen was passieren. Okay, gehen wir doch einfach mal so lange hier rein. Können wir hier nicht noch ein bisschen designmäßig sein? Ich habe noch überlegt, ob ich nicht hier... Oh, da sind die Lampen im Weg. Ich habe überlegt, ob ich hier eine Mauer reinsetze oder so einen Raumteiler als Regal mit den ganzen Werkzeugen drauf. Ja, machen wir Folgendes. So, vom Ballon hängt so ein verzaubertes Buch rein. Das ist also was richtig Wertvolles. Das sind Sachen, die da unten aus dem Ding kommen. Da ist noch nichts drin. Was haltet ihr denn davon? Wir haben auch noch keinen Zaubertisch, fällt mir gerade ein. Habe ich denn überhaupt schon verzauberte Bücher? Ne, sowas habe ich gar nicht, ne? So, wir haben sogar 17 Diamanten. Wieso renne ich einfach nur mit Eisenwerkzeug durch die Gegend? Weil du keinen Plan hast. Okay. Blumen packen wir da oben rein. Sachen von irgendwelchen Kreaturen kommen da oben rein. Och, ich habe mich letztes Mal gefragt, ob ich schon einen Sattel habe. Den ein oder anderen. Okay, so ein Harnisch haben wir auch schon da drin. Wisst ihr was? Das kommt eigentlich auch hin. Das ist so TNT-lastig. Das kommt da rein. Der goldene Apfel. Das verrottete Fleisch. So, wir haben noch Keramik. Ich habe gedacht, das wäre roter Sand. Nein, es ist gar kein roter Sand. Die Druckplatte kommt da oben rein. Die Platte, das, die halte ich noch hier. So, Sand. Sand haben wir auf jeden Fall dabei. Und dann haben wir hier noch einen normalen Sandstein. Sand. Geschnittener Sand. Gemeißelter Sand. Ja, kann man ja so lassen. Ist was, ich glaube, das packe ich hier hin. Das ist im weitesten Sinne gehört das irgendwie dazu. So, Holz. Das Gold könnte ich. Wie sieht es hier aus? Ich hatte noch Sand drin. Guck mal. Habe ich jetzt drüber im Bauernhaus noch Scheiben fürs Obergeschoss? Bin mir dann nicht so sicher. Ich glaube, die nehme ich wieder mit. So, dann. Da ist auch nichts mehr drin. Ich muss echt neues Eisen craften, oder? Ah, ein bisschen haben wir noch, okay. Aber in dem Sinne machen wir zumindest schon mal direkt die Reservewerkzeuge fertig. Das hält ja auch nicht Ewigkeiten mehr hier. Und das dahin. So. Ich habe noch einiges an Obsidian. Ich habe Diamanten. Ich habe... Brauche ich jetzt schon? Ich glaube auch. Ich habe keine Bücher. Ich habe keine Bücher. Weil ich kein Leder habe. Oder nur ganz wenig Leder, ne? Oh, 14 Leder habe ich. Okay, wie viel Papier habe ich? Das ist wieder da drüben, ne? Du hast es nicht logisch aufgebaut, glaube ich. Hab ich das alles drüben?
hier in den Kisten. Sieht dann aus. Ja, das ist so ein bisschen was. Komm, hier können wir ein bisschen ernten. Ist wirklich nicht viel, ne? Oh, ich habe mir das viel zu gut. Nein! So, und das kommt da rein. Das kommt dann da raus. Und dann nehmen wir es einfach mit. So, dann schauen wir doch mal. Ich wollte eigentlich ein Bauernhaus bauen, ne? Aber ich möchte mich gerade ablenken lassen, glaube ich. So, da haben wir Papier. Und dann haben wir Leder. Und da ist auch eine Werkbank. Brauchst du nicht andauernd hin und her laufen, ne? Wie war das jetzt nochmal? Irgendwie so? Hey! Es hat funktioniert. 14 Bücher, Respekt. Und jetzt läufst du wieder so. Diamanten, Obsidian. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wann habe ich das letzte Mal einen Zaubertisch gemacht? Das war irgendwie, ich glaube, so und. Nee, da waren die Bücher. 2, 3. Dann war der da. Ich glaube, ich muss noch nachgucken. Zauberwürfel? Nein, Zaubertisch. Komm, ganz so weit weg davon war es ja gar nicht. Wir haben einen Zaubertisch, wir haben einen Zaubertisch. Du hast nur 12 Level. Wofür brauchst du einen Zaubertisch? Wie viele Bücher haben wir noch? 13 Bücher. So. Dann können wir ja tatsächlich ein paar. Zip und. Ja, das war jetzt sehr geschickt, aber ist egal. Dann teilen wir das wieder hier. 4. Nicht so viel, aber egal. So. Bauen wir da ein extra Haus für? Oder baue ich das hier oben hin? Könnte ich das hier in die. Ich habe die Treppe schon versetzt. Die ist schon nicht mehr mittig. Damit ich hier rumlaufen kann. Wir hauen uns mal eben her aufs Ohr, überlegen im Traum, wie wir das gestalten wollen, eventuell, wie es aussehen könnte. Also, ich glaube, ich setze es tatsächlich jetzt da in die Ecke, weil ich sowieso nicht so viel Platz davon habe. Dann setze ich hier den Zaubertisch hin. Okay. Ich habe kein Lapis Lazuli dabei. Warum auch? So, dann machen wir Folgendes. Wir nehmen eine Truhe von da oben. Nehmen so ein bisschen Lapis Lazuli mit. Dafür packen wir das wieder hier hin. Wo ist es hin? Da ist es hin. Das wieder dahin. Die hat Diamanten. Vielleicht könnte ich mir ein Diamantschwert verzaubern oder so. Oder eine Diamantspitzhacke. Oder einfach nur ein Buch. Einfach nur ein Buch. Ich glaube, ich möchte mir erst einfach nur ein Buch verzaubern. Ich hatte doch ein verzaubertes Buch. Was für ein verzaubertes Buch hatte ich jetzt eigentlich? Das war irgendwas mit Wasseratmung, oder? Atmung. Also, ich lasse ihn erst da drin. Mal gucken, was noch später alles dazukommt. Mit 12 Level ist jetzt vielleicht noch nicht viel zu machen. Ist ja auch nicht so viele. So viele Bibliotheken haben wir ja gar nicht so. Effizienz 1, Schwungkraft. Was mache ich mit Schwungkraft? Durchschuss. Ist für jemanden, der keinen Bogen hat, eine super Sache. Ernsthaft? Das ist jetzt aber nicht so das Wahre, oder? Komm. Wir nehmen es trotzdem mit. Wir haben es das erste Mal etwas verzaubert. Super. Jetzt setze ich das dahin. Und dann wisst ihr, da kommt das auch erstmal dahin. Und das dahin. Und das andere Buch, was ich da unten habe. Ups, das nehme ich auch direkt mit. Ups, wenn ich es denn könnte. Habe ich noch so einen Rahmen? Und da Baumaterial. Rahmen, 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 Rahmen. Nehmen wir doch einen Rahmen mit. Genau.
Atmung 1. Wir brauchen Atmung 1. Keiner. Zack, da rein. So. Kann ich mal ein Thumbnail machen? Das sieht doch schön aus, oder? Genau. Bisschen weiter von da vielleicht. So. Ja. Wer weiß, ob das das Thumbnail dieser Folge wird. Das entscheide ich dann. Wenn ich mehr Bücher habe, ich brauche mehr Leder. Das bringt alles nichts. Ich muss tatsächlich mehr Leder haben. So, Obsidian passt erstmal wieder da rein. Und dann hätte ich jetzt gerne mal hier diesen Raumteiler hin. Dann verschwinden aber die Lampen da, ne? Vielleicht brauche ich das davor. Oder brauche ich den Raumteiler auf diese Seite? Da verschwinden die Lampen da. Okay. Wir nehmen jetzt erstmal eben ein paar von diesen Stufen. Setzen die mal dahin. Gucken, wie weit kommen wir denn bis hier hinten? So ungefähr. Ja. Und dann nehmen wir das hier und dann nehmen wir das Dunklere. Ja, ich glaube, ich nehme das Dunklere. Ja, das müsste dann jetzt da weg. Und dann geht das bis da oben dran. Schließt das da oben bündig? Natürlich nicht. Warum auch? Das da oben ist jetzt Eiche, ne? Ja. Dann brauchen wir noch ein paar Eichenstufen. Und weil ich ja sonst so... Ich brauche gar kein Gerüst. Ich brauche kein Gerüst. Ich kann ja... Ich komme da dran. So. Das war dann die Eichenstufe. Zack, zack. Wie weit geht das denn hier? Das hier geht dann bis dahin, ne? Das müsste ungefähr dort sein. Probieren wir das doch einfach mal aus. Und was sagt, unter Augenmaß war gar nicht so verkehrt. So. Grundgerüst steht. Wie viele Reihen hat man denn? 1, 2, 3. Okay. Ich hätte gerne auf dem Niveau dann noch ein paar Stufen. So, die Frage, ob ich denn da dran komme. Und auf dem Niveau auch. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4. Wenn ich jetzt... Das wird wieder nicht funktionieren, wie ich das gerade vorhabe. Ich hätte jetzt super gerne mit dem Holz hier... warte mal. Wir haben Fichtenholzbretter gesagt. Und Fichtenholz... Ja, sollte jetzt nicht davor. Das war nicht der Plan. Das ist ein Fichtenstamm. Guck mal. Das heißt, wenn wir Fichtenstamm haben, haben wir doch noch mehr Fichtenholz. Ist die Frage, ob wir das und das dadurch... Ja, ich bin immer noch zu klein für diese Welt. Mache ich das in der Farbe dann dadurch und dann da auch nochmal? Ich glaube, das ist... gar nicht so verkehrt. Okay. Sieht relativ massiv aus, sieht stabil aus, hält, oder? Ja, kann man so machen, finde ich. Jetzt ist die Frage, kann ich den da dran oben die Laternen, die kann ich da gar nicht dran machen. Ja. Kann man machen, ist aber so nicht gewollt. Nee, das muss anders. Dann müssen wir da einfach einen Zaun dran machen. Und da. Und dann hängen wir die halt so auf. Ja, das finde ich schicker. So, und jetzt möchte ich diese ganzen Werkbänke haben. Ich hätte gerne einen, weiß nicht, einen Webstuhl oder sowas. Keine Ahnung, wofür ich den brauche. Spinnweben.
Spinnenweben haben wir da hinten. So. 1, 2. Webstuhl. Nummer 1. So. Dann direkt weiter. Was brauchen wir noch? Eine Steinsäge. Steinsäge habe ich noch nie gemacht. Da. Echter Stein und Eisen. Das kriegen wir auch hin. Eisen haben wir dabei. Gebrannten Stein. Also gebratenen Stein meine ich natürlich. 1, 2, 3. So. Wie war das hier? So und dann einer da drauf. Und dann ging er zügig. So. Machst du mal eben. Das ist ja unpraktisch. Wenn ich da streiten will, komme ich da ja gar nicht dran. Die muss doch quer stehen. Kann man die auch andersrum setzen? Wo ist mein Säge? Da ist mein Säge. Nein. Kann man die nicht anders setzen? Ja, okay, dann ist das so. Dann setzen wir die halt so hin. Mein Gott. Den da oben rein. Wie sieht das von da aus? Ne, der sieht von der Seite echt doof aus. So. Oh, Vorsicht mit der Säge. Tut denn nicht weh. Okay. Das kann man machen, oder? Komme ich dran? Super. Säge, Webstuhl, Hammer. Jetzt waren noch andere Öfen, oder? Ja, Öfen ist klar. Du musst Ofen eingeben. Was haben wir denn da? Normalen Ofen, Schmelzofen. Ein Ofen und glatter Stein. Haben wir glatten Stein? Haben wir. Wie viel brauche ich davon? Nicht ganz so viele, ne? Dann ein Ofen haben wir auch. Und was war das noch? Ofen. Nee, nicht ein Räucherofen, den da. Zack, den haben wir. Was brauchen wir dafür? Schwarz. Ist das willig? Muss es ein Stamm sein? Ach, geht auch mit Eiche. Guck mal. Geht auch mit Eiche. Jetzt haben wir keinen Ofen mehr. Haben wir Steine? Ja, nee, nicht die Steine. Die Steine haben wir. So, jetzt muss ich erst einen Ofen machen, damit ich einen Ofen machen kann. Wie logisch ist das denn? Okay, so. Ein Räucherofen. Was kann ich eigentlich mit einem Räucherofen machen? Ich habe jetzt keine Stämme dabei. Wisst ihr, wie viele Stämme ich habe? Also, wenn ich das nicht, wenn ich da nicht genug Stämme haben soll. Wieso bin ich letztes Mal nicht hier hingelaufen? Hab einen halben Wald abgeholzt und hab noch hier, Gott weiß, eine Eiche liegen. Ja, kommt davon, wenn man sich nicht über seine eigenen Bestände klar ist. Okay. So. 5. Der geht da oben hin. Und der geht hier unten hin. Ja, ich finde, so langsam macht sich das. Auch davon könnte ich mal ein Bild machen. Mal gucken, ob ich das Thumbnail benutzen kann. Ich vermute, dass ich dafür ein bisschen nicht weit genug wegstehe. So vielleicht. Vielleicht muss ich das verkleinern. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch was in der Mitte. Aber ich glaube, das mache ich dann tatsächlich in der nächsten Folge. Ich habe schon leicht überzogen wieder, ne? Naja, macht nichts. Auf jeden Fall war es mal was anderes. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Schüps mit Ups. Ich bin ja so dunkel geworden. Ich glaube, ich muss mal ganz schnell ins Bett. Oh, okay, gute Nacht.